Sie können mit Wavi Profi 3 selbstverständlich auch Ihre getätigten Umsätze nach Verkaufszeiten sich anzeigen lassen. Hierzu klicken Sie im Startmenü auf Auswertungen oder oben in der Statistik auf Statistik und dann, wo haben wir es? Verkaufszeiten. Also Auswertungen, Verkaufszeiten. Die Verkaufszeiten, was uns hier an dieser Stelle vielleicht sofort auffällt und wo ich nochmal kurz darauf hinweisen möchte, ist hier oben keine steuerrelevante Auswertung. Für diejenigen unter Ihnen, die das Video noch nicht gesehen haben oder nicht wissen, was das hier bedeutet, empfehle ich Ihnen, dass Sie das Video auf Facebook ansehen, in dem hier, wo haben wir es? Machen wir es ein bisschen größer, so. Wo dann steht Wavi Profi 3 Statistik, was bedeutet keine steuerrelevante Auswertung. Hier wird es nämlich erklärt. Warum wird es in einem separaten Video erklärt? Weil diese Titulierung, also dieser Satz, für andere Statistiken auch relevant ist. Okay, also die Verkaufszeitenübersicht. Da haben Sie auf der linken Seite natürlich Ihre Auswahl des dementsprechenden Zeitraums, den Sie sehen wollen. Und Sie haben auf der rechts daneben dann dementsprechend die Erstellungsarten, die Sie sehen wollen. Das heißt, Sie könnten sagen, was habe ich denn an Lieferscheinen, an Rechnungswerten, an Scheckverkäufen, an EC oder an Barverkäufen getätigt. Dementsprechend könnten Sie auch nur sich etwas Spezielles anzeigen lassen. Also sagen, wo habe ich denn viel Barverkäufe gemacht? Oder wann habe ich denn viel EC-Verkäufe gemacht? Oder wie auch immer. Und was uns jetzt auffällt hier, wir haben hier lediglich von 13 bis 14 Uhr 100 Euro Umsatz gemacht. Wenn wir nun schnell einen Umsatz tätigen, und jetzt ist es momentan 15.25 Uhr, und ich mache jetzt mal irgendwas, ich verkaufe jetzt mal zwei PC-Spiele und sage bezahlen, das Ganze mache ich in Ware, sage weiter, und wir sehen uns nun die Auswertung an, dann sehen wir, dass wir die Verkaufszeiten, die dann, wie Sie sehen, auch sehr, sehr aktuell sind, das heißt, wenn Sie es aufrufen, wird Ihnen auch das angezeigt, was Sie getätigt haben. Dann sagt er uns hier, zwischen 15 und 16 Uhr wurden jetzt knapp 50 Euro Umsatz gemacht. Auch sehen wir hier den Umsatz, der in dem Fall dunkelrot ist, die Kundenanzahl, die hier leicht orange ist und die Artikelanzahl, die hier leicht gelblich ist. Sie können das natürlich auch selber dementsprechend einstellen, wie Sie es gerne hätten, Ihre Ansicht. Des Weiteren können Sie sich natürlich das Ganze auch ausdrucken, indem Sie hier oben auf Drucken klicken. Dann haben Sie hier eine Liste mit den Werten, mit den dementsprechenden Titulierungen, Kunden, Umsatzartikel, durchschnittlicher Artikelwert, durchschnittliche Kaufkraft und so weiter. Und Sie haben auch hier ein kleines Bildchen drin, wo eben dieser Graph, also dieses Balkendiagramm auch mit dargestellt wird.